nochmal zurück zu Morrowind, ihr kleinen in der Nacht zu einer nicht ganz so kleinen, großen Lesestunde. Denn wir haben noch einiges zu lesen. Blabla. Mein armer Hals. Das tut mir jetzt schon weh. Wenn ich das schon angucke. Die folgenden Dokumente wurden vom Tempelgelehrten und Vertreter der Inquisition für Fürst Vivek verfasst. Verhöre gefangen genommener Schläfer und anderen Anhängern des Kults des sechsten Hauses, das Studium der von Kultisten und Opfern trauminduzierter Manien verfassten Manuskripte, die Interviews mit Fürst Vivek im Zusammenhang mit den historischen Feldzügen gegen den Roten Berg sowie die aus diesen Materialien gewonnenen Mutmaßungen und Schlussfolgerungen sind die Basis unserer bestmöglichen Einschätzung von Dagot Uhrs Motiven und Zielen während dieser jüngsten Phase seines Kriegs gegen Morrowind. Hauptziele: nicht zu töten. Erstens, Errichtung einer Theokratie in Morrowind auf der Basis des Kultes des neugeborenen Gottes Akulakan. Zweites, Numidium, der gemäß den von dem Dwema Akrenak entwickelten Prinzipien und Riten von Dagot Ur aus dem Herzen von Lorcan und seinem Körper geschaffen werden sollte. Einsetzung der ehrenwürdigen Erben des Hauses Dagoth als Gottespriester von Akulakan und des sechsten Hauses von Dagot Ur als dominante politische Macht in Morrowind. Einigung der Dunmer unter der Führung von Dagot Ur durch charismatische Bekehrung mit dem Ziel, die fremden Bestien zu bekämpfen, die Morrowind unterjochen. Anmerkung: Dagot Ur hat anscheinend die Ansichten und Motive des hohen dwemerischen Gildenfürstes Agrenak übernommen. Er wiederholt praktisch die alte blasphemische Torheit der Dwemer. Dann darf er auch ihren Untergang wiederholen. Entlarvungen der abergläubischen Tribunalverehrung und Zerstörung der kirchlichen Autorität und politische Macht des Tempels. Inwieweit sich die abtrünnigen Priester oder der nerevarinische Kult in dieser Beziehung vom sechsten Haus lenken bzw. beeinflussen lassen, kann lediglich vermutet werden. Ausrottung aller verbleibenden Individuen minderwertiger Rassen und Mischlinge in Morrowind. Vertreibung des Imperiums aus Morrowind. Rückeroberung der alten Gebiete, die Himmelsrand und Agonien einst geraubt haben. Verbreitung des Akulakan-Kults in allen Nationen von Tamriel durch Umsturz und Eroberung. Pläne zur Einsetzung und Expansion des sechsten Hauses. Phase 1. Befestigung des Roten Berges gegen Eindringlinge des Tribunals. Zutrittsverbot für das Tribunal zum Herzen, um den Tempel zu schwächen und den Roten Berg für die Erschaffung von Alucard zu sichern. Geheimer Aufbau des zweiten Numidium. Phase 2. Schaffung von passiven Dienern in immer weiteren Kreisen um den Roten Berg herum durch Verbreitung von in Traumbildern verborgenen Zwängen unter empfänglichen Individuen. Einrichtungen einer großen Operationsbasis in Kogoron, die wir ausgelöscht haben für künftige Einsätze in den Ascheeinöden. Errichtung von kleinen Basen in der Nähe von kleinen Hafenorten und in ärmeren Hafenbezirken von Vivek. Infiltrierung und Zersetzung von Schmugglerringen. Rekrutierung von willfährigen Gefolgsleuten unter unzufriedenen Bevölkerungsteilen, darunter der Unterwelt, den armen und fanatischen antiimperialistischen Aktivisten. Setz mir doch nicht so lange Wörter vor. Böse.
Phase 3. Ausdehnung von den kleinen Basen aus auf andere Städte und Dörfer und Rekrutierung von Indoktrination von Individuen, die durch die ausgesegneten Traumbilder empfänglich gemacht worden sind. Besetzung von verfassenen Türmen und Ruinen sowie Ausbildung von gottlosen Kultisten als Angriffs- und irreguläre Truppen. Identifizierung, Diskreditierung und Dezimierung potenzieller Quellen politischen Widerstands. Phase 4. Anwendung von Meuchelmord und Terror und die Legion und die Bürokratie des Imperiums zusammen mit ihren Lalu-Sympathisanten zu schwächen. Ich bin im Fürstenhaus Lalu. Abzulenken und aus der Bahn zu werfen. Anstechelung von Volksaufständen unter den ärmeren Einwohnern gegen die Reichen und mächtigen Fremden. Einberufung von Schläfern und Träumern nach Dagot Ur zur Arbeit am zweiten Numidium. Vermutungen über Dagot Urs Perspektiven. Dagot Ur denkt in sehr langen Zeiträumen, größtenteils gar in den zeitlosen Begriffen göttlichen Bewusstseins. Er hält nur Hindernisse von mythischen Ausmaßen einer Erwägung für wert. Er ist überzeugt, dass er vom Schicksal dazu ausersehen ist, Morrowind zu beherrschen. Morrowind vom Joch des Imperiums zu befreien und zum neuen, streng gütigen Vater von Morrowind zu werden. Aufgrund dieser Perspektive sind die einzelnen oppositionellen Kräfte, die Dagot Ur beunruhigen, das Tribunal, die Daedra, der Kaiser und der Fleischgewordene. Er hat doch Grund, mich zu fürchten. Demmal bin ich ein Hühnchen. Dadurch, dass das Tribunal Seelendollar und Seelenklinge verlor und die Ressourcen von Vivek, Almalexia und Sotasil immer mehr schwinden, glaubt Dagot Ur einen dauerhaften strategischen Vorteil errungen zu haben. In einer sterblichen Zeitrechnung mag die Schlacht Jahrhunderte andauern, aber das Ergebnis kann nicht in Zweifel gezogen werden. Und Akula Khan ist möglicherweise ein Gerät, um die Zeitrechnung für einen entscheidenden Sieg drastisch zu reduzieren. Der Mythos von der dynamischen Unbesiegbarkeit des Kaisers und des Imperiums ist seit langem schon eine nicht quantifizierbare, furchterregende Bedrohung. Jedoch haben die jüngsten Gerüchte von Unruhen in Cyrodiil von der nachlassenden Gesundheit des Kaisers sowie die offene Fragen der Nachfolge diese Bedrohung reduziert. Trotzdem könnte die Enthüllung der Nerevarine sei eine Marionette des Spionagenetzes des Imperiums handverlesen und vom Kaiser höchst selbst nach Morrowind entsandt. Dagot Ur ziemliche Ängste einflößen. Wie gesagt, er hat auch Grund, mich zu fürchten. Immer bin ich ein Hühnchen. Die Daedra stellen für Dagot Ur keine kohärentes Hindernis dar. Dennoch sind ihre persönlichen Fähigkeiten und ihre Einfluss auf ihre fanatischen Anhänger beträchtlich und ihre Motive und ihr Verhalten unklar. Und Dagot Ur ist ihretwegen nach wie vor beunruhigt. Der Fleischgewordene verkörpert den heiligen Nerevar, eine mythische Macht, von der Dagot Ur schon einmal bezwungen worden ist. Und diese Bedrohung quält Dagot Ur. Zugleich war Dagot Ur mit Nerevar persönlich bekannt und wusste, dass er ein sterblicher Mensch mit Fehlern und Schwächen war. Möglicherweise hegt Dagot Ur die Hoffnung, Nerevars Reinkarnation zu verführen oder mit ihr zu verhandeln. Zudem war Nerevar und das Tribunal starke Verbündete, als sie Dagot Ur besiegten. Und jetzt sind der Nerevarine und das Tribunal schwach. Schwach? Ich bin Level 47. Kurz vor Level-Up bin ich. Verfeindet und zerstritten. Daher darf Dagot Ur diesmal mit gutem Grund annehmen, dass er, auch wenn der Nerevarine und das Tribunal die größte Bedrohung für seine Pläne darstellt, obsiegen wird. Die aktuelle Zeitrechnung für Dagot Urs umtriebene
Die nachstellende Zeitrechnung basiert größtenteils auf Schlussfolgerungen aus unvollständigen Informationen. Vor zweiter Ehre 882. Dagaudur und seine Sippe liegen träumend in den Tiefen unterhalb des Roten Berges. Zweite Ära 882. Dagaudur und seine Aschevampire erwachen, erfrischt und steigen aus den Tiefen des Roten Berges in die Kammern der Herzen empor. In einem von ihm selbst erschaffenen Ritual weiht Dagaudur sich und seine Brüder zu Herzkriegern. Die ersten Aufbauphasen des zweiten Numidiums erdacht während des langen Schlafes werden von den Herzkriegern und atronarchischen Konstrukten in einer Kammer nahe dem Herzen von Lorcan begonnen. Die Geheimhaltung des zweiten Medium-Projekts vor dem Tribunal erhält höchste Priorität. Zweite Ära 882. Das Tribunal trifft im Roten Berg ein, um das alljährliche rituelle Bad in der Macht des Herzens zu nehmen. Dagaudur und die Aschevampire greifen das Tribunal aus dem Hinterhalt an. Die Tribunen werden vertrieben und können sich daher nicht mit Akrenaks Artefakten im Herzen von Lorcan wiederherstellen. Zweite Ära 882 bis dritte Ära 417. Mit Unterbrechung führt das Tribunal mehrere Feldzüge gegen den Roten Berg. Das Tribunal und seine Handlanger versuchen gewaltsam, sich Zugang zur Kammer des Herzens zu verschaffen, werden jedoch immer wieder zurückgeworfen. Mit Traumaussendungen rekrutiert Dagaudur Schläfer und Träumer. Kultisten werden durch Träume zwangsrekrutiert. Schwächere Kultisten werden zu Korpusbestien, während die stärkeren von ihnen sich nach und nach die Kräfte der erleuchteten Schläfer erdienen. Dritte Ära 400. Kurun wird von Dagaudur erneut besetzt und als vorgeschobene Basis für die Operation des sechsten Hauses befestigt. Peststürme brechen häufig herein und verbreiten sich weiter. In den Gebieten um den Roten Berg verbreitet sich Seelenkrankheiten. Dritte Ära 410. In der Nähe von Gnamok und in den Hafenbereichen von Vivek werden Basen für das sechste Haus gegründet. Agenten des sechsten Hauses nutzen Schmugglerringe und deren Kommunikationsmittel, um ihren Einfluss unter Opfern auszuweiten, denen Dagaudurs Traumaussendungen nichts anhaben konnte. Dritte Ära 415. In allen Städten von Vanfell entstehen Zellen mit Kultisten des sechsten Hauses. Größere Operationen des sechsten Hauses werden in entlegenen Verließen versteckt, wo Kreaturen gezüchtet und Kultisten für den normalen Kampf geschult werden. Dritte Ära 417. Amalexia und Sotasi verlieren die Artefakte Seelenklinge und Seelendonner an Odros und Viminal. Vivek rettet Amalexia und Sutasil. Da es dem Tribunal jedoch nicht gelingt, und Seelendonner wieder zu erbeuten, zieht es sich ungeordnet vom Roten Berg zurück. Überlebende Kameraden der Kriegswappenträger wissen, dass das Tribunal zum Rückzug gezwungen wurde. Sie wissen jedoch nicht, wie schwer die Niederlage ist, die das Tribunal erlitten hat. Die drei Tribunen kehren in ihren jeweiligen Hauptstadt zurück und üben weiterhin ihre rituellen Funktionen aus. Sie werden jedoch immer schwächer, da sie keinen Zugang mehr zum Herzen haben und wegen der zur Erhaltung des Geisterwalds erforderlichen Ressourcen. Der innere Kreis der Priesterschaft des Tempels argwöhnt allmählich, dass die Tribunen infolge der Niederlage am Roten Berg durch ihre Wunden und Demoralisierung ernstlich beeinträchtigt sind, erkennt aber das Ausmaß des Problems nicht. Dritte Ära 426 bis 427. Attentatserie des sechsten Hauses. Opfer sind prominente Bürger des Imperiums und Lalu-Sympathisanten. Plötzlicher Anstieg in Zahl und Schwere der Attacken seitens der Kultisten und der durch Seelenkrankheiten verwirrten Opfer.
Sorgenvolle Notizen. Dagat Ur kann offensichtlich direkt über seine kultistischen Sachverhalten wahrnehmen und kommunizieren. Berichten zufolge sprechen Schläfer und Träume oft mit Dagat Urs Stimme und in seinem Sinn. Über Merkmale, Ausmaß und Fortschritt der Erschaffung Akulakans, zweites Numidium, ist nur wenig bekannt. Seit dem Jahr 2. Ära 282 ist niemand mehr in die Kammer der Herzen gelangt. Im Jahre 3. Ära 417 wurden Seelenklingen und Seelendonner erbeutet, was die Erschaffung Akulakans erheblich begünstigt haben kann. Oh Gott. Viel zu lesen, viel zu lesen. Im folgenden zeichnen wir die Worte von Fürst Vivek auf, die dieser an einen abtrünnigen Priester Malua Omain richtete, der Vivek mit den Aschländern Legenden um die Schlacht des Roten Berg und den Nerevarinischen Prophezeiungen konfrontierte und an die Räte der Inquisition, die Vivek dabei halfen, den abtrünnigen Priester zu befragen. Wer kann sich noch genauer an all das erinnern, was vor unendlich langer Zeit geschehen ist? Aber ihr habt mich gebeten, euch mit meinen eigenen Worten die Ereignisse zu schildern, die sich in der Schlacht am Roten Berg zugetragen haben. Die Geburtsstunde des Tribunals und die Prophezeiung über einen wiedergeborenen Nereva. Hier ist alles, woran ich mich erinnern kann. Als wir Chimär das erste Mal die Herden und die Zelte unserer nomadischen Vorfahren verließen und die ersten großen Häuser errichteten, verehrten wir die Dethra und beteten sie wie Götter an. Aber unsere Brüder, die Dwemer, verachten die Dethra und machten sich über unsere lächerlichen Rituale lustig. Sie zogen stattdessen ihre Götter der Vernunft und Logik vor. Zwischen Chimär und Dwemer herrschten also ein bitterer Streit, bis die Nords kamen und in Restein eindrangen. Erst dann legten die Chimär und die Dwemer ihre Fehde bei und taten sich zusammen, um die Eindringlinge zu vertreiben. Sobald die Nord geflüchtet waren, beschlossen General Nereva und die Chimär und General Dumak von den Dwemer, die einander mochten und respektierten, Frieden zwischen ihren Völkern zu schließen. Damals war ich nicht mehr als ein junger Berater von Nereva und seiner Königin Almalexia. Sein anderer geschätzter Berater Sotasil zweifelte daran, dass solch ein Frieden lange halten werde. Die bittere Auseinandersetzung zwischen den Chimär und den Wehmern sprach sehr dagegen. Durch Verhandlungen und Kompromisse gelang es Nereva und Dumak jedoch, einen, wenn auch zerbrechlichen Frieden aufrechtzuerhalten. Als aber Dagat Ur, Fürst des Hauses Dagoth und vertrauter Freund von Nereva und den Dwemern, den Beweis erbrachte, dass er dwemerische Hohepriester Agrenak, das Herz von Lorkan, entdeckt und herausgefunden hatte, wie man dessen Kraft anzapfen konnte und daraufhin begann, einen neuen Gott zu erschaffen. Eine Verhöhnung des Glaubens der Chimär und eine angsteinflößende Waffe. Rieten wir alle Nereva dazu, den Zwergen den Krieg zu erklären und die Bedrohung des Glaubens und der Sicherheit der Chimär zu zerstören. Nereva war sehr verunsichert. Er ging zu Dumak, seinem alten Freund, und fragte ihn, ob das, was Dagat Ur erzählte, wahr sei. Kagrenak war konsterniert und fragte, für wen Nereva sich denn hielt, dass er glaubte, sich in die Angelegenheiten der Dwemer einmischen zu dürfen. Nereva machte sich große Sorgen und pilgerte nach Hola Mayan mit heiligen Tempel der Azura, die ihm bestätigte, dass alles, was Dagat Ur behauptet hat, tatsächlich der Wahrheit entsprach und dass die Erschaffung eines neuen Gottes durch die Dwemer mit allen Mitteln verhindern werden musste. Als Nereva zurückkehrte und uns berichtete, was die Göttin zu ihm gesagt hatte, fühlten wir, dass unsere Einschätzung richtig gewesen war und rieten ihm wiederum zum Kampf. Schalten ihn ob seines naiven Vertrauens in die Freundschaft und erinnerten ihn an seine Verantwortung, den Glauben und die Sicherheit der Chimär gegen die
Gottlosigkeit und die gefährlichen Ambitionen der Dwemer zu beschützen. Daraufhin ging Nereva ein letztes Mal nach Vanfell in der Hoffnung, dass Verhandlungen und Kompromisse den Frieden erhalten könnten. Dieses Mal stritten sich die ehemaligen Freunde Nereva und Dumak jedoch bitterlich und zwischen den Chimären und den Dwemern brach Krieg aus. Die Dwemer waren in ihren Festungen im Roten Berg gut geschützt, aber der listige Nereva trieb die meisten Armeen Dunmaks ins Feld hinaus und hielt sie dort so, dass Nereva und Dagoth-Ur sowie eine kleine Gruppe anderer sich auf geheime Weise Zugang zur Kammer der Herzen verschaffen konnten. Dort traf Nereva, der König der Chimär, auf Dumak, den König der Zwerge, und beide stürzten nach... Indem sie sich tapfer gegen die Schläge und Zaubersprüche des jeweils anderen gewehrt hatten, schwer verwundet nieder. Da Dumak im Sterben lag und Dagoth-Ur und die anderen ihn bedrohten, wandte sich Khaghrenak mit seinem Werkzeug dem Herzen zu. Wie Nereva später erzählte, sah er Khaghrenak und all seine Dwemer-Kameraden auf einmal vor seinen Augen verschwinden. In diesem Augenblick verschwanden alle Dwemer, ohne eine Spur zu hinterlassen. Akrinaks Werkzeuge blieben jedoch zurück, und Dagoth-Ur nahm sie an sich. Er trug sie zu Nereva und sagte, »Dieser Dummkopf Akrinak hat mit diesem Werkzeug sein eigenes Volk vernichtet. Wir sollten sie unverzüglich unschädlich machen, damit sie nicht in die falschen Hände geraten.« Aber Nereva wollte dies zuerst mit seiner Königin und den Generälen besprechen, die diesen Krieg vorhergesehen hatten und deren Rat er nie wieder ignorieren würde. Ich werde das Tribunal fragen, was wir mit ihnen machen sollen. Denn sie haben in der Vergangenheit Weisheit bewiesen, die ich nicht hatte. Bleibt hier, bis ich zurückkehre, mein treuer Dagoth-Ur. Nereva wies Dagoth-Ur an, die Werkzeuge und die Kammer des Herzens bis zu seiner Rückkehr zu bewahren. Dann wurde Nereva an den Fuß des Roten Berges getragen, wo wir auf ihn warteten, und er erzählte uns alles, was sich unter dem Berg zugetragen hatte. Nereva sprach von den Werkzeugen, welche die Duma benutzt hatten, um ihr Volk unsterblich zu machen, und er erzählte auch von der wundersamen Kraft des Herzens von Lorkhan. Wir erfuhren erst später von anderem, dass Dagoth-Ur annahm, dass die Dwemer vernichtet und nicht, dass sie unsterblich geworden waren. Und keiner weiß wirklich, was genau damals geschah. Nachdem wir Nereva zugehört hatten, bat er uns um unseren Rat, woraufhin wir ihm antworten. Wir sollten die Werkzeuge zum Nutzen der Chimäre aufbewahren und, wer weiß, vielleicht sind die Dwemer nicht für immer fort, sondern nur in ein fernes Reich entschwunden, aus dem sie eines Tages zurückkehren werden, um unser Volk anzugreifen. Deshalb müssen wir diese Werkzeuge verwahren, um sie zu erforschen und herauszufinden, wie sie funktionieren. Auf diese Art und Weise sichern wir auch zukünftige Generationen. Und obwohl Nereva von dieser Idee nicht angetan war, war er bereit, unseren Rat zu folgen. Allerdings unter einer Bedingung, dass wir alle zusammen einen gemeinsamen Eid auf Azura schwörten, dass die Werkzeuge niemals zu dem profanen Zweck verwendet würden, den die Dwemer zufolgt hatten. Wir bestätigen ihm dies sogleich und schwuren einen gemeinsamen Eid nach Nerevas Worten. Danach kehrten wir mit Nereva in den Roten Berg zurück und trafen auf Dagoth-Ur. Dagoth-Ur weigerte sich, uns die Werkzeuge zu geben. Er beschwor uns, dass sie gefährlich seien und wir sie nicht einmal anfassen dürften. Dagoth-Ur schien verwirrt und bestand darauf, dass die Werkzeuge nur ihm anvertraut werden könnten. Wir vermuten, dass er durch die Handhabung der Werkzeuge beeinflusst worden war. Heute glaube ich jedoch, dass er, als er allein war, die Kräfte der Werkzeuge für sich zu nutzen gelernt und irgendwie entschieden hatte, dass sie für ihn bestimmt seien.
Nerva und unsere Wachen nahmen ihm die Werkzeuge mit Gewalt ab. Dagur und seinen Leuten gelang es zu entkommen, aber wir konnten die Werkzeuge retten und sie an Sotasil zur Untersuchung und sicheren Verwahrung übergeben. Einige Jahre lang hielten wir den Eid, den wir mit Nerva auf Azura geschworen hatten. Während dieser Zeit untersuchte Sotasil jedoch vermutlich die Werkzeuge und entschlüsselte ihre Geheimnisse. Er kam dann schließlich zu uns und erzählte uns von seiner Vision von einer neuen Welt des Friedens, die den Adligen Gerechtigkeit und Ehre und dem gemeinen Volk Gesundheit und Wohlstand bringen werde. Im Tribunal würde die Rolle der unsterblichen Förderer und Beschützer zufallen. Uns gefiel diese Vision und besseren Welt und so pilgerten wir zum Roten Berg und verwandelten uns mit Hilfe von Akrenaks Werkzeugen. Kaum hatten wir jedoch unsere Rituale beendet und waren gerade dabei, unsere neu gewonnene Kraft zu entdecken, als Azura erschien und uns ob des gebrochenen Eids verfluchte. Sie prophezeite uns, dass ihr Schützling Nerva, getreu des Eides, den er geschworen hatte, zurückkehren werde, um uns für unsere Niedertracht zu strafen und sicherzustellen, dass das Wissen um das Böse nie wieder dazu genutzt würde, den Willen der Götter zu verhöhen. Sotasil entgegnete ihr darauf, die alten Götter sind grausam und willkürlich und kümmern sich nicht um die Hoffnung und Ängste der Meer. Eure Zeit ist vorbei, Sir. Wir sind die neuen Götter. Aus Fleisch geboren werden wir den Bedürfnissen unseres Volkes mit Weisheit und Liebe dienen. Spart euch eure Drohung und eure Schelte. Ihr wankelmütiger Geist. Wir sind mutig und stark und haben keine Angst vor euch. Und genau in diesem Moment wurden alle Chimären in Duma verwandelt und unsere Haut wurde aschefarben und in unseren Augen leuchtete das Feuer. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt natürlich nur, dass uns dies widerfahren war, aber Azura sagte, dies ist nicht mein Wirken, sondern eures. Ihr habt euer Schicksal und das eures Volkes selbst gewählt und alle Duma sollen euer Schicksal von heute an bis ans Ende aller Zeiten mit euch teilen. Ihr glaubt euch Götter, aber ihr seid blind und überall ist Dunkelheit. Und Azura ließ uns im Dunkeln zurück und wir hatten alle Angst. Dennoch machten wir uns mutig auf den Weg und verließen den Roten Berg, um die neue Welt unserer Träume zu errichten. Die neue Welt, die wir erschufen, war herrlich und großzügig und die Anbetung der Duma inbrünstig und dankbar. Die Duma fürchteten sich zunächst vor ihren neuen Gesichtern, doch Sotasil sprach zu ihnen und erklärte ihnen, dass dies kein Fluch, sondern ein Segen sei, ein Zeichen ihres geänderten Wesens und darüber hinaus ein Hinweis auf die Ehre, die sie als neue Meer erfahren würden. Nicht länger Barbaren, die sich vor Geistern fürchten, sondern zivilisierte Meer, die direkt mit ihren unsterblichen Freunden und Göttern, den drei Gesichtern des Tribunals, sprechen könnten. Wir wurden alle von Sotasil visionärer Rede ergriffen und fassten neuen Mut. Mit der Zeit schufen wir die Tradition und Institutionen einer gerechten und ehrenwerten Gesellschaft und das Land Restein erfuhr Jahrtausende von Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand, die anderen primitiven Rassen unbekannt waren. Unter dem Roten Berg hatte Dagur jedoch überlebt, und während das Licht unserer schönen neuen Welt immer heller leuchtete, vertiefte sich unter dem Roten Berg die Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die mit dem hellen Licht, das Sotasil mit dem Werkzeug von Kagrenak dem Herzen von Lokan entlockt hatte, eng verbunden war. Als die Dunkelheit weiter zunahm, kämpften wir gegen sie an und errichteten Mauern, um sie einzuschließen. Wir konnten sie jedoch nicht zerstören, denn die Quellen der Dunkelheit nährte dieselbe Quelle, die der Ursprung unserer göttlichen Inspiration war. Und in diesen jüngsten Tagen von Morrowind, reduziert auf eine
unterjochte Provinz des westlichen Kaiserreichs, da der Einfluss des Tempels nachlässt und die Dunkelheit aus dem Roten Berg kriecht, erinnern wir uns an Azura und ihr Versprechen, dass ihr Schützling zurückkehren werde. Wir haben gewartet, blind und in der Dunkelheit. Nur noch Schatten unserer selbst, unsere flammende Vision beraubt. Beschämt, ob unserer Torheit, ängstlich, ob der Vergeltung und auf baldige Erlösung hoffend. Wir wissen nicht, ob der Fremdländer, der behauptet, der Nerevarinischen Prophezeiung zu erfüllen, unser alter Kamerad Nereva ist, der wiedergeboren wurde, oder ob es sich um eine Figur des Kaisers handelt, oder um eine Täuschung Azuras, oder einfach nur eine Wende des Schicksals.